Und damit herzlich willkommen zurück zu Ace Attorney Phoenix Wright. Und es ist jetzt der passende Moment, unsere Zeugin, die wir im Kreuzverhör haben, an die Wand zu nageln. So. Wozu die Wanze? Das ist die entscheidende Frage. Frau May, warum haben Sie Ihr Telefon angezapft? Beantworten Sie diese Frage. Muss ich das? Das ist doch ein Mordprozess. Ist dann ein bisschen Abhören nicht eher irrelevant? Mist, sie sagt genau das, was Edgeworth von ihr hören will. Frau May, Sie haben das Telefon des Opfers angezapft. Das ist wohl kaum irrelevant. Das Gericht missbilligt zwar den Ton der Verteidigung, aber sie hat durchaus recht. Nun, Frau May, haben Sie eine Erklärung für das Gericht? Zum Zeitpunkt des Mordes war ich im Hotelzimmer und habe den Zimmerservice der Zimmerservice brachte mir etwas. Wie hätte ich da was töten können? Wenn Sie mir nicht glauben, fragen Sie doch den Pagen. Nun, hat die Verteidigung etwas zu sagen? nun, los, lass dir was einfallen. Frau May, weiterführen. Richtig, weiter mit dem Kreuzverhör. Was genau möchten Sie denn noch untersuchen, Herr Wright? Frau April May hat das Abhören gestanden, ja. Aber das ist ohne Bedeutung für den vorliegenden Mordfall. Es ist völlig unmöglich, einen Zusammenhang zu beweisen. Ach je, denk nach. Das kann nicht das Ende sein. Aber mir fehlen die Beweise. Dann ist das Kreuzverhör wohl beendet. Herr Edgeworth, möchte die Anklage noch weitere Zeugen aufrufen? Nein, euer Ehren. Nein, euer Ehren. Sie war die Letzte. Was? Aber das heißt, Maya ist schuldig. Moment, euer Ehren. Ja, Herr Wright. Die Verteidigung möchte den Page noch, doch noch aufrufen. Wie ich mir dachte. Darf ich Sie erinnern, lieber Herr Wright, sollten Sie den Pagen befragen und Frau April Mays Alibi wird bestätigt. Dann wird Ihre Mandantin Frau May automatisch schuldig gesprochen. Sind Sie bereit, meine Bedingungen anzunehmen? Edgeworth, jetzt hat er mich in die Ecke gedrängt. Aber ich sehe einfach keinen anderen Ausweg. Ich nehme Sie an. Nun gut. Das Gericht ruft den Hotelpagen in den Zeugenstand. Ich denke, wir sind bereit für die Aussage des Zeugen. Er sieht sicherlich aus wie ein Page. Ja? Ich habe Ihre Vorladung mitten bei der Arbeit erhalten. Ich bin froh, helfen zu können. Dieses Teeservice sieht recht schwer aus. Also soll der Zeuge gleich mit seiner Aussage beginnen. Nun gut, Sir. Frau Mays Zimmerservice. Ich bin der Chefpage im feinen Hotel Gatewater. Seit 4 Generationen erfolgreich. Ich denke, es war nachts 20 Uhr. Da kam ein Anruf von unserem Gast Frau May. Sie bestellte einen Eiskaffee für Punkt 21 Uhr auf ihr Zimmer. Ich habe ihn ihr natürlich genau zur gewünschten Zeit gebracht. Und ich habe den Eiskaffee unserem Gast Frau May persönlich übergeben. Verstehe. Die Verteidigung darf mit dem Kreuzverhör beginnen. Richtig, ich bin bereit. Hoffe ich. Jetzt geht's drum. Wenn ich jetzt richtig nicht beweise, kann das Frau May in den Mord verwickelt werden. Ist Maya erledigt? Frau Mayas Zimmerservice. Ich bin der Chefpage im feinen Hotel Gatewater, seit 4 Generationen erfolgreich. Angreifen! Was genau ist Ihre Aufgabe im Hotel? Nun, alles, was von mir verlangt wird. Ich checke Gäste ein, ich checke Gäste aus, ich putze Zimmer, ich mache Betten. Ich beringe den Zimmerservice. Ich habe Frau May persönlich eingecheckt. Und Sie sind immer so makellos? Herr Wright? Unterlassen Sie bitte derart alberne Fragen. Ich denke, es war nach 20 Uhr, da kam ein Anruf von unserem Gast Frau May.
Sind Sie sicher, dass Frau May am Tatort war? Ganz sicher. Wie können Sie so sicher sein? Ich habe Frau May persönlich eingeschickt. Ich habe ihre unwerfende Ausstrahlung wahrgenommen und auch ihre Stimme gehört. Und dann sah ich sie und ich... Es ist so, ich konnte mich sehr gut an sie erinnern, wenn Sie verstehen. Ja, was war dann? Sie bestellte einen Eiskaffee für Punkt 21 Uhr auf ihr Zimmer. Ich habe ihr natürlich genau zur gewünschten Zeit gebracht. Und ich habe den Eiskaffee unserer Gastfrau May persönlich übergeben. Das ist aber scheint kein Grund zu lügen. Aber ich muss in seiner Aussage etwas Brauchbares finden. Nochmal, ich quetsche ihn aus, bis er was ausspuckt. Oder einen Tee verschüttet. Ja, das haben wir alles. Das haben wir auch schon. Stellte ein Eiskaffee für 21 Uhr auf ihr Zimmer. Ich habe ihn ihr natürlich genau zu gewünscht. Das ist der Angriffspunkt. Angriff erstmal. Genau um 21 Uhr also. Genau, exakt und ganz bestimmt 21 Uhr abends. Wie könnten Sie so sicher sein? Frau May bestand mit Nachdruck darauf, dass er genau dann gebracht werden sollte. Oh, Page, ich möchte Eiskaffee exakt um 21 Uhr, Sie wissen schon. So in etwa. Deshalb klopfte ich an Ihre Tür, genau als es 21 Uhr schlug. Warum bestand sie so nachträglich auf diese Zeit? Und ich habe den Eiskaffee unserem Gast May persönlich übergeben. Ich habe den Eiskaffee unserem Gast May persönlich übergeben. Da haben wir... Weil wenn sie ihm übergeben hat, kann sie ja nicht aus dem Fenster geguckt haben. Präsentieren. Haben wir hier irgendwas, was wir... Also ich weiß... Okay, wir müssen, glaube ich, erstmal zu... angreifen. Sind Sie sicher, dass es Frau April May selbst war? Absolut. Absolut? So wie in sowas von absolut ist eine nette Angewohnheit von mir. Warum sind Sie so sicher... warum sind Sie sich so verdammt sicher? Nun, als ich den Zimmerservice brachte, gab sie der Gast mir einen Embracer. Embracer? Ist das Französisch für Umarmung? Das heißt auf Französisch Kuss, aber kein richtiger. Eher ein Bursier auf die Wange. Warum sollte sie das tun? Ich denke, vielleicht war sie in dem Augenblick von meinen untadeligen Benehmen angetan. Es war ein Moment, den ich niemals, wirklich niemals vergessen werde. Klingt mir ziemlich faul. Ich glaube, Frau May führt was im Schilde und wollte, dass der Page sich an sie erinnert. Das bringt nichts. Es ist nichts. Was war das jetzt? Endlich sehe ich es ein. Dieser Page hat absolut keinen Grund zu lügen. Nun... Wenn sie etwas Anstand hätten, würden sie dieses mühseliges Kreuzfeuer jetzt beenden. Es war etwas mühselig. Der Zeuge darf den Zeugenstand verlassen. Ich kann das nicht zulassen, oder doch? Protestieren. Moment, bitte warten Sie. Ja? Hat die Verteidigung noch etwas hinzuzufügen? Eine letzte Frage. Lassen Sie mich noch eine letzte Frage stellen. Euer Ehren, ich erhebe Einspruch. Dieser Jurist Girard hat schon lange genug gedauert. Herr Edgeworth. Ihre Ordnung, in Ordnung, Herr Wright. Ich gewähre Ihnen noch eine Frage, aber nicht mehr. Okay. Jetzt geht's um alles. Das ist meine letzte Chance. Wonach frage ich ihn bloß? Zimmerservice. Betten machen. Zimmerservice. Wie war das wieder mit dem Zimmerservice? Nochmal? Punkt 21 Uhr habe ich den Zimmerservice zu Frau May auf Zimmer 303 gebracht. Der Gast hat Eiskaffee für 18 Dollar bestellt, wenn ich mich recht entsinne. Verstehe. 18 Dollars? Ist das nicht etwas teuer?
Ja, nun, Eiskaffee für zwei, verstehen Sie? Und wir knauserten nicht mit dem Eis. Hä? Was hat er da gesagt? Was haben Sie da gesagt? Eigentlich nichts. Page, sagten Sie uns sofort die Wahrheit. War noch jemand anderes in dem Zimmer von Frau May? Einspruch! Einspruch, dagegen muss ich Einspruch erheben! Einspruch abgelehnt. Der Zeuge wird die Frage beantworten. Ja, verstehe. Warum haben Sie Ihre Aussage nicht, Sie das nicht in Ihrer Aussage erwähnt? Nun, Sie haben, nicht danach gefragt, Netter Versuch. Das ist genau das, was Sie eigentlich hätten erwähnen sollen. Ja, gut, in der Tat. Es war der ehrenwerte Staatsanwalt dort, Herr Edgeworth, der... Hä? Er hat mich gebeten, es nicht zu erwähnen, sofern ich nicht ausdrücklich gefragt werde. Sie Idiot! Ich hab's geschafft. Ich hab gewonnen. Frau April May hat in ein Doppelzimmer eingeschickt, mit einem Mann. Korrekt? Ja. Als Sie ihn dann den Zimmerservice gebracht haben, haben Sie den Mann nicht im Zimmer gesehen. Das stimmt. Euer Ehren, wir haben gerade von einer anderen Person erfahren, die als Mörder in Frage kommt. Wegen dieser Umstand halte ich es für unmöglich, die Anklage aufrechtzuerhalten. Stimmen Sie zu, Herr Edgeworth? Wer ist diese andere Person? Ganz einfach, es war der Mann bei Frau May. Der Mann, der zusammen mit Frau May eingecheckt hat. Euer Ehren, wie bereits offenbart wurde, hat Frau April May das Telefon des Opfers abgehört. Doch Frau May selbst hat ein Alibi für den Zeitpunkt des Mordes. Das entlastet jedoch nicht den Mann, der mit ihr zusammen war. Zum Zeitpunkt des Mordes hat der Page keine weiteren Personen im Zimmer gesehen. Tja, was für eine günstige Entwicklung. Aber es ist zu spät. Zu spät? Das könnte Ihnen so passen, dass es zu spät wäre, nicht wahr? Schließlich haben Sie dem Gericht die Anwesenheit des anderen Mannes vorenthalten. Empörkömmling! Anfänger! Diese Entschuldigungen sind lächerlich! Das reicht. Das Gericht erkennt das Argument der Verteidigung an. Ich erwarte, dass die Anklage und die Verteidigung diese Angelegenheiten ganz aufklären. Haben Sie mich verstanden? Ja, euer Ehren. Das ist alles für heute in der Verhandlung von Frau May. Die Verhandlung ist vertagt. September 14.24 Uhr, Bezirksgericht, Anklagezimmer Nummer 1. Wir haben noch nicht gewonnen, aber wir haben wenigstens einen Tag Aufschub bekommen. Herr Wright, Sie waren toll da drin. Wirklich? Ich denke, ich bin jetzt Ihr größter Fan. Ich habe doch meinen Job gemacht, wissen Sie? Der andere Anwalt war aber auch ziemlich cool. Hä? Sein Gesicht, die großen Augen, die bebenden Lippen. Da sind mir Schauer den Rücken heruntergegangen. Hä? Wenn Sie meinen. Was passiert jetzt mit mir? Kann ich jetzt nach Hause? Nun, leider nicht. Ah! Ich glaube nicht, noch nicht. Oh, ich verstehe. Aber ich habe in der heutigen Verhandlung einen tollen Hinweis bekommen. Ein Hinweis? Der Mann bei Frau May, er ist der Schlüssel. Oh, ich verstehe. Was ist mit Frau May danach passiert? Sie haben sie verhaftet. Ich denke, sie lernt jetzt, dass Scham nicht immer genügt. Sie ist wahrscheinlich in der Strafanstalt. Vielleicht muss ich später noch zu ihr. Wie auch immer. Dieser Fall ist längst noch nicht abgeschlossen. Das stimmt. Ich werde mehr über diesen Mann herausfinden. Glauben Sie, er war derjenige, der... Das ist möglich. Schwesterherz. Keine Sorge. Ich finde ihn bis morgen. Versprochen. Ich zähle auf Sie. Ich habe eine vollständige Abschrift von April Mays Aussage angefordert.
Ich dachte, sie könnte während der morgigen Verhandlung hilfreich sein. Aber jetzt, wo ich sie habe, bin ich mir nicht so sicher. Ihre Aussagen bestanden überwiegend aus Lügen. Eigentlich ist nur ein Teil übrig, der nicht aus dem Protokoll gestrichen wurde. Meyers Aussage zur Gerichtsakte hinzugefügt. Ich weiß nicht, wie viel mir das jetzt überhaupt bringt. Wie auch immer. Ab auf die Straße und Nachforschung anstellen. Meyer hat in der Strafanstalt nichts verloren und es liegt an mir, sie da rauszuholen. Fortsetzung folgt.